Wir haben hier Martin Lohmann vom NIT. Er hat eben über Reisemotive gesprochen und jetzt wollen wir ihn mal fragen, ja, was sind denn so die hauptsächlichen Reisemotive der Deutschen und was sind deine Reisemotive und wie hilft die Wissenschaft dabei? Bei den Reisemotiven der Deutschen muss man, glaube ich, drei Ebenen unterscheiden. Die eine ist, und die ist ungeheuer beständig, der Bock auf Urlaub. Also die Deutschen wollen seit vielen, vielen Jahren, haben sie grundsätzlich Lust, Urlaubsreisen zu machen. Also eine Bereitschaft, woanders hinzufahren oder ihre Ferien zu verbringen. Und das ist auch das Geheimnis der Stabilität der Branche. Gäbe es diesen Wunsch nicht, dann würde da sicher etwas fehlen und wir hätten mehr Variabilität. Die zweite Ebene sind Urlaubsmotive, also was will ich da in den Ferien dann machen? Mich ausruhen, mit dem Partner zusammen sein. Da haben wir einen Schwerpunkt bei eher so erholsamen Geschichten, also aus dem Alltag rauskommen, mal was anderes machen, Herr seiner eigenen Zeit sein. Dabei ist erstmal spannend, die bleiben immer gleich, die ändern sich nicht. Auch in 4 Jahrzehnten gibt es da eigentlich ganz wenig Bewegung. Bewegung geht ein bisschen dahin, dass zu den Erholungsmotiven jetzt auch noch Spaß und Sonne dazugekommen ist. Das war früher nicht so bedeutsam, aber im Großen und Ganzen bleibt es gleich. Die zweite spannende Geschichte ist, die sind ziemlich unabhängig von dem, was ein Tourismusanbieter eigentlich anbietet. Und dann die dritte Ebene, das sind die konkreten Erwartungen. Wie möchte ich diese Urlaubsmotive im Urlaub gerne umgesetzt sehen? Was mache ich dafür? Welche Aktivitäten mache ich? Welche Art von Reisen mache ich? Und da gibt es nun eine große Variabilität, auch neue Entwicklungen. Also so ein purer Ausruhurlaub und Gesundheitsreisen ist ziemlich aus der Mode gekommen. Trotzdem im Aufwind ist Sonne und Strand, aber mit mehr Erlebnis unterfüttert. Also da ist einiges an Musik und Reiseanbieter müssen das einfach wissen, um richtige Produkte zu machen, um die Kunden korrekt anzusprechen und auch um vielleicht die Brücke zu bauen zwischen den Wünschen der Kunden und dem, was auf dem Angebot vorhanden ist. Ja, das alles kriegt man natürlich nur mit Wissenschaft zutage oder die Wissenschaft stellt die Methoden bereit, wie man sowas zutage fördert. Als Individuum braucht man diese Wissenschaft überhaupt nicht. Da braucht man einfach in sich reinzugucken und zu gucken, was man gerne machen möchte. In der Regel ist das mehr, als man in einer Reise umsetzen kann. Deswegen mache ich viele verschiedene Reisen, weil ich wie jeder andere auch viel mehr Wünsche habe. Vor Weihnachten kreuze ich im Lego-Prospekt alles an, was irgendwie da ist. Ich möchte gerne alles haben. Das ist bei den Urlaubsreisen auch so. Deswegen gibt es sehr abwechslungsreiche Reisen in der Nähe mit viel Aktivität oder wenig Aktivität, weit weg, um fremde Länder kennenzulernen. Da kommt eigentlich alles vor, was die Forschung auch schon berichtet hat.